I am the Jochen und das ist der Frühsport für Mittwoch, den 18. Januar 2023. Schönen guten Morgen. Heute deutlich früher als sonst und ich hatte ja schon gesagt, das soll das Konzept sein für die Australian Open Wochen. Mal gucken, wie lange ich das durchhalte. Denn ich kann natürlich jetzt noch nicht erzählen, wie die Fußballspiele ausgegangen sind am Dienstagabend, weil die noch gar nicht fertig sind. Aber was willst du machen? Wir können mal zum Tennis gucken, aber ganz frisch, Australian Open. Da haben wir den Tag rum und zwar den zweiten Tag. Mit einem deutschen Sieg. Es war zwar ein schwerer Kampf für Alexander Zverev, aber er hat sich am Ende dann doch durchsetzen können gegen den Peruaner Varias. In 5 Sätzen zieht er dann doch in die nächste Runde ein. Glückwunsch dazu. Jan-Lennard Struff hingegen ist ausgeschieden in 3 Sätzen gegen Tommy Paul. Da war also nichts zu holen für den Jan-Lennard Struff. Und damit heißt das, dass wir bislang nur Herrn Zverev in der zweiten Runde haben. Es gibt noch 2 deutsche Damen, die eigentlich spielen sollten, aber es hat geregnet in Melbourne, war kein schönes Wetter und dementsprechend wurden viele Spiele abgesagt und auf den kommenden Tag verschoben. Dann sind wir beim Programm auch schon für die kommende Nacht, wobei ich kurz noch erwähnen möchte, die Favoriten, wir schauen mal kurz drauf, auch da nichts Spektakuläres, Rublev weiter, Taylor Fritz ist weiter, Ruud ist weiter, Djokovic ist weiter. Und bei den Frauen Sabalenka, Garcia, Jabeur, also die, die man erwartet hat, dass sie weiterkommen, die haben es auch weiter geschafft. Ist so. So, dann gucken wir mal auf das Programm von der kommenden Nacht. Wir reden jetzt über die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, also die, die jetzt kommen. Weil dieses Video kommt ja extra so früh, damit ihr es gucken könnt vor der Nacht. Falls jemand da Tennis schauen möchte, dem sei ans Herz gelegt, dass wir hier aus deutscher Sicht ein paar Herrschaften sehen werden. Genau gesagt, die 2, die noch außer Zverev mit dabei sind im Einzel. Das sind Laura Siegemund und das sind Tatjana Maria. Die sind beide angesetzt fürs zweite Spiel, das heißt so gegen 2:30 werden die in der Nacht dann spielen. Dazu diverse andere Herrschaften, Nadal wird spielen, Tsitsipas. Der spielt aber erst in der Vormittagssession, genau, ab 9 Uhr. Da erst Medvedev um 9 und dann im Anschluss Tsitsipas wird spielen, so gegen 10:30, 11:00. Und im Doppel wird es aber auch interessant, denn da beginnt es ja am dritten Tag immer das Turnier. Für einige deutsche Doppel oder halbdeutsche Doppel, wir haben da einige mit am Start, zum Beispiel gibt es bei den Männern Oskar Otte, der es im Doppel versuchen wird, nochmal was zu reißen mit Iwaschka zusammen. Bei den Damen haben wir zum Beispiel Vivian Heisen am Start mit Alexandrova, das altbewährte Duo, also wird es wieder versuchen heute Nacht. Und Tamara Korpatsch, die ist auch mit dabei. Alles das packe ich dann morgen in die Ergebnisse mit rein aus der Nacht. Wer gucken will, die spielen dann alle irgendwann zwischen und die meisten. Oskar Otte ist um 1 gleich angesetzt in seinem Doppel. Und die anderen Damen dann erst in der Vormittagszeit, so ab 9 Uhr. Eurosport ist für euch dabei, Eurosport 1 und 2. Auf beiden Kanälen gibt es ab 1 Uhr heute Nacht dann wieder los. Und dann könnt ihr durchgucken bis zum Nachmittag. Und das ist ja hier so der Standard während der Australian Open. Handball-WM. Deutschland hat sein letztes Gruppenspiel gegen Algerien gewonnen. Aber es war ja ein Muster ohne Wert. Das war uns klar, dass es da nichts mehr geht. Noch nicht mehr um Punkte, denn die deutsche Mannschaft ist in die Hauptrunde eingezogen mit 4 Punkten. Also 2 Siegen aus dieser Vorrunde. Und was das jetzt wert ist, werden wir dann sehen, wenn die Hauptrunde losgeht fürs deutsche Team. Das ist aber noch Zukunftsmusik, denn das ist morgen erst wieder der Fall, also Donnerstag. Für heute Mittwoch starten die Hauptrundengruppen 1 und 2. Und da gucken wir auch mal kurz drauf, was da so los ist und wie die vor allem starten. Die Hauptrundengruppe 1, da haben wir mit dabei Spanien und Frankreich mit jeweils 4 Punkten am Beginn. Slowenien und Montenegro jeweils 2 und Polen, Iran jeweils 0 Punkte. Heute gibt es zum Auftakt dann unter anderem Gastgeber Polen gegen die Spanier. Frankreich, Montenegro haben wir und Iran, Slowenien. Gespielt wird jetzt in der Hauptrunde immer um 15:30, 18 Uhr und 20:30. Und auf Sport Deutschland könnt ihr alle Spiele gucken. Ein Spiel gibt es wieder in Eurosport. Das Topspiel des Tages kommt aus der Gruppe 2 dieser Hauptrunde. Da haben wir Schweden vorne mit 4 Punkten in dieser Gruppe. Kap Verde hinten mit 0. Und alle anderen Teams haben hier 2. Also Portugal 2, Island 2, Ungarn 2, Brasilien 2. Das ist ein bisschen interessanter als in der Gruppe 1. Und heute Abend Schweden gegen Ungarn. Das Topspiel auf Eurosport um 20.30 Uhr geht das los. Außerdem Portugal, Brasilien und Kap Verde gegen Island hier zu sehen. Schauen wir auf die NFL. Da hatte ich euch noch ein Ergebnis ausständig. Und zwar das letzte Wildcard-Spiel. Die Dallas Cowboys haben dort relativ humorlos gewonnen gegen die Tampa Bay Buccaneers. Bei den Tampa Bay Buccaneers. Und ziehen damit also ebenfalls in die Divisional Round ein. Und damit heißt es am Sonntagnacht dann auf Montag 0.30 Uhr Dallas Cowboys zu Gast bei den San Francisco 49ers. Ich bin gespannt. Eine alte Rivalität aus den 90ern lebt hier wieder auf. Hockey-Weltmeisterschaft, das deutsche Team spielt gegen Belgien und holt am Ende ein 2:2
von dem wir noch nicht so genau wissen, was es wert ist. In der Gruppe sieht es jetzt so aus, Deutschland und Belgien mit jeweils 4 Punkten vorne weg. Südkorea hat gegen Japan gewonnen, ist damit jetzt Gruppendritter mit 3 Punkten, Japan 0. Und wir erinnern uns, der Gruppensieger aus dieser Gruppe, der kommt direkt ins Viertelfinale. Der Zweite und der Dritte müssen ins Achtelfinale rein. Deutschland und Belgien jetzt punktgleich vorne. Im letzten Spiel hat Deutschland gegen Südkorea und Belgien gegen Japan. Ich gehe davon aus, dass sie beide gewinnen werden. Und dann geht es im Zweifelsfall bei Punktgleichheit um die Tordifferenz. Momentan haben die Belgier plus 5, die Deutschen haben plus 3. Das könnte noch ein fröhliches Scheibenschießen werden. Es gibt leider kein Fernduell. Oder vielleicht ganz gut für uns, denn die Belgier spielen zuerst gegen Japan. Das steht schon fest. Das ist aber erst am Freitag der Fall dann. Und Deutschland im Anschluss dann gegen Südkorea. Und da wissen wir doch schon, wie viele Tore wir schießen müssen, um doch noch Gruppensieger zu werden. Könnte von Vorteil sein. Ist aber erst, wie gesagt, noch nicht jetzt heute das Thema. Fußball gibt es heute Abend auch. Wir haben die Premier League mit dem Nachholspiel Crystal Palace gegen Manchester United live zu sehen auf den Sky-Kanälen. Im FA Cup gibt es Leeds United gegen Cardiff City. Das kann man gucken auf The Zone, wenn man das möchte. Super Cup aus Italien, AC Milan gegen Inter Mailand. Das gibt es um 20 Uhr ebenfalls auf The Zone. Und da gibt es auch noch Copa del Rey mit Levante gegen Atletico Madrid, auch um 21 Uhr. Und um 19 Uhr schon Gijón gegen Valencia aus der Copa del Rey. Dann habe ich noch 2 Spiele aus der deutschen Eishockeyliga für euch auf Magenta zu sehen. Ingolstadt gegen Nürnberg um 19:30 und Köln gegen Schwenningen. Und das letzte Spiel ist auch das, was es live zu sehen gibt, wenn ihr, ich hatte ja darauf hingewiesen, wenn ihr Bock habt auf, oder wenn ihr habt, diesen Magenta Sport Sportkanal, MS Sport, Magenta Sport Sport, so heißt der. Da gibt es das Free for All zu sehen. Ich wollte immer wieder mal darauf hinweisen, jetzt in Zukunft auf diese Übertragung. Also wer Lust hat auf Eishockey, Köln gegen Schwenningen, gehört euch, wenn ihr Magenta Sport Sport habt. Und dann könnt ihr um 19:30 da mit dabei sein. Dazu gibt es noch ein buntes Mischmasch an Basketballspielen im Laufe des Abends. Wir haben in der BBL 2 Partien. Um 19 Uhr Bamberg-Braunschweig und Rostock gegen Chemnitz. Dann haben wir den Eurocup, den gibt es zu sehen auf Magenta Sport. Und zwar um 18 Uhr die Hamburg Towers bei Türk Telekom und dann um 19:45 Ratio Farm Ulm gegen Lit Kabelis. Champions League gibt es auf dem YouTube-Kanal Basketball Champions League mit Ludwigsburg gegen Limoges um 20 Uhr. Und im Eurocup gibt es ab 18:30 Crailsheim zu Gast bei BC Galev. Wenn das jemand sehen möchte, auch das auf YouTube und zwar auf dem Kanal Fieber Basketball. Ich glaube, Fieber Basketball heißt ja nur Fieber. Ich glaube, der ist nur Fieber. Oder Fieber Basketball, das findet ihr schon. Fertig. Reicht. Viel Spaß beim Sport gucken. Morgen gerne wieder reingucken, wenn ihr Lust habt. Auch wieder früh am Abend schon. Und wenn ihr nicht genau wisst, wann hier diese Videos kommen, weil ich momentan ja andere Zeiten habe, einfach Kanal abonnieren, Glöckchen drücken. Ihr kriegt die Nachricht, wenn was da ist. Ganz einfach. Besten Dank und tschüss.